Ja, herzlichen Dank, Carsten. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mit meinem Vortrag zumindest im ersten Teil an die Erfahrungsberichte anknüpfen. Es wird der Vortrag in meinem ersten Teil ein etwas anderer Erfahrungsbericht sein. Wir hatten in den letzten 2 Jahren die Möglichkeit, bei vielen Scan-Dienstleistern in die Produktion zu gucken und die Thesen, die der Herr Wenig eben in seinem Vortrag auch eingangs erwähnt hat, mal zu überprüfen, haben wir eigentlich den richtigen Ansatz. Und im zweiten Teil des Vortrages möchte ich auf einige Anwendungsbeispiele kommen, die außerhalb des Scan-Dienstleistermarktes sich bewegen. DocYard ist ja speziell für Scan-Dienstleister entwickelt, aber wenn das Produkt für Scan-Dienstleister taugt, dann taugt es auch für viele andere Dinge, die Kunden selber machen. Wir haben ja nicht nur Scan-Dienstleister hier im Publikum. Dazu möchte ich Ihnen ganz gern einige hoffentlich interessante Punkte vorstellen. Wie gesagt, wir hatten die Möglichkeit, in den letzten Jahren doch bei vielen Scan-Dienstleistern einen Blick in die Produktion werfen zu können. Und das erste Zwischenfazit, das ich an dieser Stelle ziehen möchte, ist etwas, was ich ganz gerne das Paradoxon in der Scan-Dienstleistung nennen möchte. Sie erinnern sich an den ersten Punkt auf der Folie von dem Herrn Wenig, dass wir glauben, Scan-Dienstleister können mit DocYard einen hohen Automatisierungsgrad erreichen, wie andere hochintegrierte Industrien. Er hat da ein paar Abstriche gemacht aus der Praxis. Wir sind dort heute nicht. Wir sind auch mit DocYard noch nicht so weit, geben wir ehrlich zu. Aber unsere Kunden sind auch noch nicht so weit. Aber was eben doch sehr, sehr auffällig ist, dass wir auf der einen Seite feststellen, dass es kaum eine Industrie gibt, die eine höhere Kundenzufriedenheit erreicht als Scan-Dienstleister, die eine Kundenlieferantenbeziehung pflegen, die teilweise schon Jahrzehnte alt sind, die sehr belastbar sind. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass der Automatisierungsgrad überhaupt nicht vergleichbar ist mit anderen Industrien. So, und dies gilt es jetzt irgendwie aufzulösen, weil es sind zwei entgegengesetzte Enden, die man erstmal unter einen Hut bringen muss. Wie kann man das dann lösen? Warum ist das so? Und das erst einmal zu verstehen, war für uns auch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Wir gehen davon aus, und ich glaube, die Scan-Dienstleister sehen sich auch so, dass Scan-Dienstleistung eigentlich produzierendes Gewerbe ist. Was wir dort vorfinden ist, es werden Rohstoffe angeliefert in Form von Akten, in Form von Bauplänen, in Form von Eingangspost, die geöffnet werden muss, in unterschiedlichster Form. Diese Rohstoffe werden veredelt. Es gibt dann Dinge wie eine klassische Arbeitsvorbereitung, hier Papieraufbereitung. Es gibt einen Medienwandel, das heißt, aus diesen Rohstoffen wird irgendetwas anderes gemacht. Und diese Rohstoffe werden mit Metadaten angereichert, sodass sie der Kunde, der Endkunde, dann auch tatsächlich in der gewünschten Form weiterverarbeiten kann. Das heißt, es gibt einen klassischen Auslieferungsprozess. Dazu gehören dann auch Dinge wie entsprechendes einfaches Erstellen von Rechnungen an den Kunden. Überall, wo man etwas kauft, bekommt man heute eine einfache Rechnung, die man sofort nachvollziehen kann. Die ist auch in 0, nichts fertig. In der Scan-Dienstleistung sieht es ein klein wenig anders aus. Sehr häufig zumindest. Und am Ende der Prozesskette liegt dann halt die Vernichtung oder Einlagerung dieser Rohstoffe. Das heißt, wir haben es wie in anderen Industrien auch mit so etwas wie einer Lagerverwaltung zu tun. In produzierenden Gewerben ist es so, dass alle diese Prozessschritte vorhanden sind. Es werden an dieser Stelle aber ausschließlich Standardprodukte vom Markt eingesetzt. Kein Hersteller von Pumpen oder Solarzellen oder sonst irgendwie etwas entwickelt seine Produktionssoftware selbst. Er besorgt sich die Tools am Markt, die er für seine verschiedenen Anwendungsgebiete, Lagerverwaltung, Produktionsplanung, Einkauf, FIBO, Controlling, was er dort braucht, das kauft er sich am Markt. Weil es gibt diese Produkte wie Sand am Meer. Ist vielleicht schon ein kleines Unterscheidungskriterium, weil der Herr Wenig und auch der Herr Müller hatten ja darauf hingewiesen, dass sie bei der Produktauswahl nicht so sehr viel zu tun hatten, weil es außer DocYard
nicht einmal eine ganze Handvoll weiterer Produkte gibt, die für so etwas gemacht sind. Aber in der produzierenden Industrie finden wir überall Standardprodukte, nur nicht in der Scan-Dienstleistung. Wir finden in der Scan-Dienstleistung natürlich Finanzbuchhaltungssysteme. Wir finden vielleicht auch Zeiterfassungssysteme. Aber alles dies ist nicht integriert und läuft isoliert nebeneinander her. Und die Kernprozesse als solche sind auch nicht integriert in der Regel. Was wir dort finden, ist für Teilbereiche Best-in-Class-Technologie. Einer der Vertreter dieser Best-in-Class-Technologie ist auch hier die Firma Kodak mit ihren hervorragenden Scannern und der ausgefeilten Scan-Software, die auch als Network Edition datenbankbasiert vorhanden ist. Super Technologie wird eingesetzt, ist bewährt. Wir finden daneben auch singulär stehen verschiedene OCR-Systeme. Beste Technologie, das Stichwort Abby ist schon ein paar Mal gefallen, was wir sehr häufig bei Scan-Dienstleistern finden, aber auch andere Systeme. Wir finden für andere Teilaufgaben, und das freut uns natürlich sehr, Kompressionstechnologie, Konvertierungstechnologie, häufig aus dem Hause Luratech. Wir werden uns heute Nachmittag damit auch etwas weiter befassen mit dem PDF-Kompressor. Bewährtes System, großes Vertrauen der Kunden, wird bedenkenlos eingesetzt, wird mal ein bisschen über den Preis verhandelt, aber dass es ein anderes Produkt dafür gibt, das wird eigentlich nicht diskutiert. Und wir finden dort auch andere Standardsoftware wie Finanzbuchhaltungssysteme, aber wie gesagt, alles nicht integriert. Und daneben gibt es eine Vielzahl von eigenentwickelten Tools, die die eigentliche Produktion irgendwie so ein bisschen steuern, überwachen, anstoßen, am Laufen halten sollen. Durchgängige Prozessketten findet man auch, aber es ist eher die Ausnahme. Man kann sich das nicht vorstellen, dass jemand, der Pumpen produziert oder irgendetwas anderes macht, das in ähnlicher Form machen würde. Was wir auch sehr häufig feststellen, ist, dass die Zeiterfassung manuell erfolgt. Und das ist auch wiederum ein eigentlich erstaunliches Indiz, weil wir ja alle wissen, dass in der Scan-Dienstleistung der große Teil oder größte Teil der Manpower, die eingesetzt wird, bevor das Papier überhaupt in den Scanner gelegt wird. Wo nach gängigem Verständnis die eigentliche Verarbeitung ja erst beginnt. Aus Sicht eines Mailroom-Anwenders. In der Scan-Dienstleistung ist das halt anders. Und ganz interessant ist, und da gibt es wirklich die größte Bandbreite, ich habe das mal genannt, die sehr individuelle Lagerverwaltung. Diese Lagerverwaltung beginnt mit einer Warenannahme und dort ist die Bandbreite wirklich ganz enorm, was man dort findet. Wir haben auf der einen Seite PCs, in denen irgendwelche Excel-Tabellen offen sind, in denen irgendetwas eingetragen wird. Wir haben Lager, wo teilweise die Lagerstellen beschriftet sind, teilweise auch nicht. Wir haben Warenannahmen, die nicht PC-gestützt sind. Und wir haben die Situation, dass bei der Endeinlagerung der verarbeiteten Güter, also der Rohstoffe, der Papiere, die dann vielleicht aufgehoben werden müssen bis zu einer vom Kunden genehmigten kontrollierten Vernichtung, Leute sitzen, die die Herrschaft über Tausende von Schuhkartons haben, in denen irgendwelche Papiere liegen. Und die Verwaltung erfolgt über Excel-Tabellen. Sodass man, wenn man sich das genauer anguckt, sich fragt, kann es so viele Leute geben, die Vater und Mutter erschlagen haben, dass sie diese Arbeit machen müssen, ohne irgendeine Systemunterstützung. Ich selbst bin norddeutscher Landwirtssohn und ich stelle mir dann immer eine bestimmte Situation vor, da sitzt am Wareneingang ein Nebenerwerbslandwirt, der hochdeutschen Sprache bedingt mächtig, und man fragt ihn, wie verwaltest du denn jetzt die Dinge, die da reinkommen? Dann sagt er, das mag ich mir. Also das merke ich mir. Und wenn ich mir das nicht mehr merken kann, dann schreibe ich das ob. Also wenn ich mir das nicht mehr merken kann, dann schreibe ich es auf. Nur liegen da ein paar Zettel. So, und jetzt fragt man sich, wie kann es sein, dass Unternehmen, die so arbeiten, so hohe Qualität erzeugen?
Und das tun sie ja nun mal alle. Sonst wären sie in einem Markt nicht existent. Wie ist das möglich? Deswegen der Titel, das Paradoxon der Scan-Dienstleistung. Das Ganze findet aber noch eine gewisse Fortführung, wenn wir dann mit den Scan-Dienstleistern darüber sprechen, weil wir sind ja Verkäufer, wir wollen ja Lizenzen verkaufen und dann interessiert uns natürlich auch, wie groß muss die denn sein? Und dann kommt die Standardfrage, wie viele Seiten im Jahr verarbeiten Sie denn eigentlich? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Weil bei dem einen rechnen wir dies ab, bei dem anderen rechnen wir das ab, dann kommt der nächste, der hat irgendwie Meter Akten. Und bei dem einen machen wir für jede Rechnung irgendwie, da haben wir einen Preis und zu einer Rechnung gehört dann ein Lieferschein und vielleicht eine Gutschrift und noch eine Rechnung und ich weiß es nicht. Komisch, ne? Und trotzdem machen diese Unternehmen Gewinn und sind erfolgreich. So, mit der Zeit bekommt man dann ja auch mit, was das Erfolgsgeheimnis dieser Firmen ist. Ein wesentlicher Punkt ist, dass diese Unternehmen sehr lange schon im Markt sind. Viele der heutigen Scan-Dienstleister haben mal als Mikrofilm-Dienstleister begonnen. Und wie ihre Kunden wachsen sie auch sie mit ihrer Technik weiter und kommen dann halt einfach in neue Technologien und andere Auftragssituationen, aber Kundenbeziehungen werden tradiert in neue Technologien hinein. Ein ganz wesentlicher Punkt scheint zu sein, dass Scan-Dienstleister in der Regel Mittelständler sind und nicht nur Mittelständler im schwäbischen Sinne, wie Herr Wenig das eben erwähnt hat, ab 1000 Mitarbeiter aufwärts, sondern es sind Unternehmen, die sind in der Regel Eigentümer geführt. Das Stammpersonal ist sehr, sehr lange schon im Unternehmen und hat eine hohe Identifikation mit der Firma und ist auch sehr erfahren. Und es ist nun mal einfach so, dass sich durch Erfahrung vieles wettmachen lässt. Das heißt, das Erfolgsgeheimnis dieser Firmen ist eigentlich das Wissen, das Engagement, die Erfahrung und der Einsatz ihres Personals. Was ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes ist, weil jeder hat gern gute Leute, aber bricht mal für eine längere Zeit einer dieser Leistungsträger weg, hat man ein Problem. Letztendlich muss man da aber eines bedenken, welchen Preis bezahlen die Scan-Dienstleister dafür. Es gibt bei dieser Art der Arbeitsweise einen erheblichen Overhead an etwas, was wir immer wieder unter dem Stichwort Qualitätskontrolle finden. Aber eigentlich ist es gar keine Qualitätskontrolle. Wir haben Situationen gesehen, wo Produktionsverantwortliche, wo IT-Verantwortliche am Ende der Jobs sitzen und die Badges durchgucken, ob die alle in Ordnung sind. Die dann angesetzt werden, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist und dort umfangreiche Recherchen betreiben, um herauszufinden, an welcher Stelle ist denn welcher Fehler genau passiert. Und das sind viel zu teure Ressourcen, um so etwas zu machen. Eigentlich ist das die Suche nach Fehlern, die bei Einsatz der richtigen Technologie gar nicht passieren würden. In der Konsequenz bedeutet das, dass die meisten ihre Stückkosten gar nicht kennen. Sie wissen es nicht wirklich. Sie wissen, dass sie am Ende des Jahres Gewinn oder Verlust gemacht haben, hoffentlich Gewinn. Die Scan-Dienstleister-Branche hat auch an dem konjunkturellen Aufschwung Gott sei Dank etwas teilnehmen können. Aber es bleibt so, dass die Transparenz in der Produktion eigentlich nicht gegeben ist. Nicht in dem Maße, wie man sie im Grunde genommen haben müsste. Dann kommt dazu etwas ganz anderes noch. Die Abhängigkeit von der IT ist eine andere als in anderen Industrien. Die IT ist eigentlich eine Dienstleistungsabteilung, die etwas am Leben erhalten soll, die Benutzern hilft, die ein Problem haben, die ein Helpdesk zur Verfügung stellen, die Server sichern, Release-Wechsel machen und ähnliches mehr. Hier sind es aber Leute, die dazu auch noch ständig entwickeln, neue Prozesse aufsetzen, neue Jobs aufsetzen,
womit sie eigentlich überfordert sind, wenn man beides von ihnen erwartet, weil es dann keine klassische IT-Arbeit in dem Sinne mehr ist. Ein anderes Phänomen ist, ich hatte es eben schon erwähnt, Leistungsträger in dem Unternehmen sind sehr lange dabei, haben eine hohe Identifikation mit der Firma und sie haben noch ein weiteres gemeinsames Merkmal. Keiner von denen hat eine 40-Stunden-Woche. Das haben wir immer wieder festgestellt, dass Produktionsverantwortliche, IT-Verantwortliche sagen, ja, ich würde auch gerne mal eine 40-Stunden-Woche haben. Das Thema manuelle Erhebung von Produktionsdaten zieht sich durch wie ein roter Faden, weil es doch erhebliche Auswirkungen hat. Wir haben die Situation, dass es zeitaufwendig ist. Irgendjemand muss das verdichten, in Tools übertragen, die dann eine Auswertung erlauben. Es ist fehlerträchtig, weil die handgeschriebenen Protokolldaten nicht immer vollständig sind oder nachgetragen werden. Und dann wird aus dem Gedächtnis irgendetwas eingetragen, was vielleicht der tatsächlichen Situation an diesem Tag überhaupt nicht entspricht. Summa summarum muss man sagen, man hat eigentlich keine Datenbasis, auf der man einzelne Aufträge nachkalkulieren kann. Sodass man wirklich von der Sichtweise wegkommt, am Ende des Jahres ziehen wir einen Strich drunter und wissen, ob es sich gelohnt hat oder nicht, sondern ich will ja wissen, ob sich der einzelne Auftrag, den ich dort entgegengenommen habe, gerechnet hat oder ob ich da Geld mitgebracht habe. Und ganz kritisch wird es dann, und das ist kein Einzelfall, wenn aufgrund dieser fehlenden IT-Ausstattung im Sinne einer Produktionssoftware Kundenanfragen nicht rechtzeitig beantwortet werden können. Ich erlebe beides, dass mir Kunden erzählen, ach, habe ich leider nicht gekriegt, IT konnte mir nicht schnell genug die Testdaten verarbeiten, oder dass jemand anders mir erzählt, yo, da habe ich jetzt mal einen tollen Auftrag reingekriegt, weil der Wettbewerb war nicht schnell genug. Der eine freut sich, der andere nicht. Das ist der Preis, den die Scan-Dienstleister nicht in allen Punkten vielleicht, aber an der einen oder anderen Stelle dafür bezahlen, dass sie eine solche Produktionssoftware heute noch nicht einsetzen. Das Zwischenfazit an dieser Stelle lautet, wenn das nicht grob falsch ist, was ich Ihnen hier jetzt als Erfahrungsbericht aus gut zwei Jahren enger Kooperation mit vielen Scan-Dienstleistern als Extrakt gewonnen habe, dann haben die Scan-Dienstleister kein Preisproblem, sondern sie haben ein Kostenproblem. Weil es erhebliche Einsparungspotenziale gibt auf der Kostenseite und vor allen Dingen sehr viel Raum ist für Prozessverbesserung und Qualitätsverbesserung. Wie kann man das erreichen? Gut, die Antwort ist natürlich klar, die jetzt kommt. Wir sind ja mit dem Produkt Dockyard angetreten, um genau das zu erreichen. Aber was muss ich mal unabhängig von einem Produkt eigentlich tun, wenn ich meine Produktion in der Scan-Dienstleistung automatisieren will? Ich brauche Ich brauche wirklich die Unterstützung aller Arbeitsschritte, nicht nur der digitalen oder interaktiven. Das System muss in der Lage sein, während etwas getan wird, automatisch zu protokollieren. Ich muss nicht ein separates Protokoll irgendwo führen. Das macht keinen Sinn. Das wird in keiner anderen Industrie gemacht. Ich muss natürlich auch zu jeder Zeit wissen, wo stehe ich eigentlich. Wir haben ja die Fortschrittsbalken in den beiden Vorträgen eben gesehen. Wenn da irgendetwas nicht stimmt, dann wird das gelb oder rot. Das muss ich sofort erkennen können. Das muss das liefern. Und auf der anderen Seite haben wir ja bewährte Tools, hochwertige Softwarepakete oder Scan-Hardware und Scan-Software. Die muss natürlich in das System rein. Und das System muss sich damit verstehen. Ich darf an der Stelle vielleicht kurz ein kleines Beispiel nennen. Wir hatten jetzt in dem Vortrag von dem Jan Ite auch den Wunsch gehört, dass er gerne die Statistikinformationen, die Kodak Capture erzeugt, in Dockyard mit drin hätte. Wir können das heute so weit lösen, dass wir die Statistikinformationen zu den einzelnen Batches in der Dockyard weiteren Verarbeitung verwenden können. Wir können sie im Moment noch nicht standardmäßig in den Dockyard Reports zur Verfügung stellen, aber im Prozess können wir die Informationen, die Kodak gewonnen hat,
und nicht nur die Barcode- oder Trendinformationen, sondern auch die Statistikinformationen verwenden, um zum Beispiel dann zu überprüfen, habe ich auch wirklich alles importiert, was in der Kodak-Index-Datei drinsteht. Das System muss das leisten und da sind wir auf dem Weg. Und wir brauchen natürlich sehr viel schnellere Rüstzeiten. Es darf nicht sein, dass ein Kunde den Auftrag nicht erteilt, weil man ihnen nicht schnell genug ein Angebot erstellen konnte. Und last but not least, Situationen, die wir auch immer wieder vorfinden. Der Monatsende ist für die Produktionsverantwortlichen eine Zeit des Schreckens, weil sie sich aus 3, 4 verschiedenen Datenquellen die Informationen zusammensuchen müssen, um eine Rechnung schreiben zu können. Es muss möglich sein, dass man alle diese Informationen an einer Stelle per Knopfdruck erhält. Auch das ist eine Form von Overhead, die man sich in diesem immer schärferen Wettbewerb eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Die Lösung dazu ist klar. Aus unserer Sicht kann es nur Dockyard sein. Wir haben es auf diese Anforderungen hin gebaut und committen uns zu dem, was wir hier auf dieser Folie stehen haben. Das ist unser erklärter Marktapproach, den wir auch in der Regel nachweisen können. Wir haben jetzt keine konkreten Zahlen gehört von dem Herrn Wenig bzw. von dem Jan-Ite Müller, ob diese 12 Monate ROI erreicht sind. Also sie sind erst der eine seit einem Monat, der andere seit 3 Monaten in Produktion. Also insofern kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, ich habe ein ROI erreicht. Aber das wäre schon interessant zu erfahren, wie weit man dort vorangeschritten ist. So dass wir nach den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, im Dialog mit den Scan-Dienstleistern und anhand der Projekte, die wir auch in den letzten 1,5, 2 Jahren gemacht haben, uns in dieser Vorgehensweise und auch in unseren Aussagen doch weitgehend bestätigt fühlen. So dass unser Fazit an dieser Stelle bis hierhin ist, Dockyard ist die Produktionsmanagement-Software für Scan-Dienstleister. Überprüfen Sie das gerne, holen Sie uns in Ihr Haus, wir unterstützen Sie an allen Prozessschritten, die Sie heute umtreiben. Ja, so viel zu dem ersten Teil meines Vortrages. Wir haben das Dockyard für die Scan-Dienstleistung entwickelt. Das bedeutet, das Produkt muss eine Menge von Funktionen haben, es muss eine hohe Flexibilität besitzen, weil Scan-Dienstleister diejenigen sind, die die höchsten Anforderungen an eine solche Software, an eine erweiterte Input-Management-Software, will ich es mal nennen, stellen, weil es gibt eigentlich keine 2 Aufträge, die sie hereinnehmen, die immer gleich sind. Das ist nicht der Fall. Das bedeutet, es muss doch eine Menge Dinge geben, die nicht bis in die Scan-Dienstleistung gelangen, also im eigenen Haus betrieben werden, für die Dockyard auch geeignet ist. Und dafür gibt es tatsächlich eine Reihe von Beispielen. Und warum das so ist, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben mit Dockyard etwas, was eine sehr moderne Technologie ist. Es klang schon an bei dem Thema Performance, dass wir beispielsweise bestrebt sind, moderne Technologien, .NET Framework und ähnliches auszunutzen, sodass wir möglichst alle Operationen im Hauptspeicher ausführen und deswegen nicht in einer Hardware-Schlacht ausarten. Es ist eine Integrationsplattform. Es gibt ein SDK, mit dem man problemlos andere Applikationen per API direkt einbinden kann oder auch andere Formen von Anbindung anderer Programme oder anderer Applikationen machen kann. Das Workflow-Tool ist extrem flexibel. Sie haben vorhin den Workflow von dem Jan-Ite gesehen. Es gibt noch komplexere. Als ich vor 2,5 Jahren bei Loratech anfing, den ersten Workflow gesehen habe, der in Mexiko läuft mit einer sehr komplexen Ablaufsteuerung, habe ich gedacht, Mensch, das sieht ja aus wie die Schnittmusterbögen, die Mama früher ausgerollt hat, wenn sie sich selbst eine Bluse genäht hat. Lassen Sie sich davon nicht erschrecken. Es ist auf der anderen Seite einfach so, dass es
doch sehr, sehr flexibel ist und wir haben noch keinen Ablauf gehabt, den wir nicht abbilden konnten. Genauso gut beherrschen wir Dinge wie parametergesteuertes Routing, sodass man anhand von gewonnenen Metadaten dann entscheiden kann, in welchen der nachgelagerten Prozesse gehört dieses Dokument eigentlich. Ist das ein Neuantrag? Ist das eine Adressänderung? Ist das eine Kündigung? Ist das eine Schadensmeldung? Was auch immer. Wir sind in der Lage, die gewonnenen Informationen so zu verwenden, dass wir es genau so aufbereiten und dorthin schicken, wo es dann tatsächlich in der Verarbeitung hinterher gebraucht wird. Wir haben ein sehr attraktives Lizenzmodell und damit rechnet es sich auch für einzelne Projekte oder spezielle Anforderungen, wo das Aufsetzen auf der vorhandenen Umgebung vielleicht einfach zu aufwendig wäre und man dann vielleicht sogar entscheiden würde, okay, machen wir das Ganze per Hand, erfassen wir es irgendwie per Hand, wie auch immer. Wir haben Dinge wie Unterstützung von Vier-Augen-Prinzip in ausgefeiltester Form, Clearingstellen können unterstützt werden, die im Hause des Kunden sich befinden und wir können selbstverständlich vorhandene OCR-Systeme einbinden. Nennen wir dazu einige Beispiele. Konvertierungsprojekte. Würde man im ersten Moment denken, jetzt macht der Kerl hier Werbung für PDF-Kompressor. Nein, es geht auch um Dockyard hier an dieser Stelle. Konvertierungsprojekte, ein Beispiel gleich dazu. Ich habe das andere mal interne Dienste genannt. In vielen Häusern gibt es sogenannte Shared Service Center, die im Grunde genommen Scan-Dienstleistungen im Hause sind. Dort kann das zur Anwendung kommen. Dann gibt es Dinge wie kontrollierte Auslagerung von Prozessschritten. Herr Kern, Herr Rüdinger, aufgemerkt, Offshore. Vier-Augen-Prinzip und verschiedenste Projekte. Für alle diese Punkte möchte ich jetzt kurze Beispiele nochmal nennen aus der Praxis. Dockyard unterstützt halt alle gängigen Ein- und Ausgabeformate. Egal, was ich da reinkippe, ich kann es aufrastern, weiter verarbeiten. Ich kann Dual-Stream-Import verarbeiten, egal ob Farbe, Schwarz-Weiß, Graustufen. Ich kann das ganze digitale Processing machen, skalieren, Auflösungen normieren, bestimmte Image-Processing-Dinge machen. Ich kann Metadaten aus Datenbanken dazu mischen, wo es dann schon komplexer wird an der Stelle. Ich kann optionalen Volltext-Image erstellen und ich bin in der Lage, die Metadaten in beliebiger Form aufzubereiten und das Ausgabeformat so zu machen, wie es das Folgesystem, sei es ein DMS-System oder sei es ein Buchungssystem oder was auch immer, erwartet, damit es dort von dem dortigen Import-Tool problemlos eingelesen werden kann. Das kennen Scan-Dienstleister auch, das ist ein Projekt, ja, da muss ich in Develop exportieren und da ist es SER und da ist es dieses, da ist es jenes. Die Flexibilität, so etwas zu tun, ist mit Dockyard vorhanden. Dort, wo Anforderungen liegen, die über das Feature-Set vom PDF-Kompressor halt hinausgehen. Der Bereich interne Dienste hat auch Anforderungen, wie sie in der Scan-Dienstleistung gang und gäbe sind. Auch dort wollen die Controller wissen, wie viel manuelle Tätigkeit ist da eigentlich hineingeflossen beispielsweise. Und wir haben Möglichkeiten, Jan Ite hat das sehr schön erläutert, automatisch zu klassifizieren, Datenextraktionen zu machen, vorhandene OCR-Systeme einzubinden. Und wir können halt das, was man heute in den Häusern findet, Franz, du kannst es bestens berichten aus deinem Haus, dort haben wir, wieder der falsche Knopf, da haben wir dieses nicht, dass wir eine Eingangsregistrierung vielleicht noch, aber das Tracken der Papieraufbereitung und die genaue Auswertung über den Scan-Prozess, das finden wir dort in der Regel nicht. Und das gepaart mit dem automatischen Routing und automatischen Befüllen von nachgelagerten Prozessen, auch da kann Dockyard sehr leicht ein Einsatzgebiet finden, das für den Kunden dann sich auch positiv rechnet. Etwas ganz Interessantes ist als Projekt an uns herangetragen worden, haben wir vor einem Jahr, ziemlich genau ein Jahr dann auch umgesetzt. Dort ging es darum, dass ein Kunde in der Situation war, dass er mit den vorhandenen Bordmitteln sich vor die Herausforderung gestellt sah, seinem Kunden sagen zu müssen, ich habe keine Kapazitäten, um diesen Auftrag anzunehmen.
Damit fing das Ganze an. Dann haben wir dort Dockyard eingeführt und er hatte eine ganz spezielle Anforderung. Er hatte nämlich einen Partner offshore, der ganz bestimmte manuelle Image-Processing-Schritte durchführte, weil es für diese speziellen Anforderungen keine brauchbaren Tools gab. Und das passierte offshore. Das heißt, wir hatten die Anforderung, die Dokumente oder die Seiten bis zu einem bestimmten Punkt zu verarbeiten und dann diese Batches definiert zu übergeben, nach draußen zu stellen und dann zu überwachen, wann kommt das Ganze zurück, wann laden wir es wieder ein. Das ist ein kleines Modul, Dockyard-Modul, da ist kein böses M drin an der Stelle. Und auf diese Art und Weise ist der Kunde in der Lage, an einem bestimmten Prozessschritt die Dokumente an eine andere Applikation, an einem entfernten Standort zu übergeben und die Arbeitsergebnisse dann kontrolliert wieder in den Dockyard-Prozess einzufügen. Auch das eine sehr, sehr interessante Geschichte, war eine Herausforderung für uns, haben wir aber zur Zufriedenheit des Kunden gelöst an der Stelle. Ein immer wieder auftauchendes Thema ist erhöhte Sicherheit bei der Gewinnung von Metadaten. Dazu wird sehr häufig das sogenannte Vier-Augen-Prinzip bemüht. Vier Augen sollen an der Stelle heißen, zwei Augen liefert die Maschine mit einem OCR-System und die weiteren zwei Augen liefert ein Datenerfasser. Und wenn diese Ergebnisse übereinstimmen, ist es gut. Und wenn sie nicht übereinstimmen, dann muss entschieden werden, wie man damit weiter verfährt. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie der Prozess gestrickt ist, wie die Anforderungen des Kunden ist, kann es sein, dass dann dieses Dokument wieder vorgelegt werden muss beim selben Bearbeiter oder auf gar keinen Fall beim selben Bearbeiter. Oder es kann auch sein, dass man sagt, okay, ich mache drei Versuche, wenn es dann immer noch nicht stimmt, muss ich es irgendwie eskalieren, gebe es an einen Supervisor oder eine Clearingstelle und diese Clearingstelle kann im Hause des Kunden sein. Wir hatten eben das Beispiel gesehen, wir geben kontrolliert Dokumente nach draußen und bekommen sie von dort wieder zurück. Dockyard bietet die Flexibilität, diese verschiedenen Formen von Vier-Augen-Prinzip bei Ihnen mit Bordmitteln zu implementieren. Dann kommen wir immer wieder auf die Situation, dass es Einzelprojekte gibt oder Sonderaufgaben, die sich in der bisherigen Umgebung nur mit sehr viel Aufwand lösen lassen. Oder es sind Dinge, die wirklich nur einmalig vorkommen oder am Anfang des Jahres vorkommen, wie beispielsweise das Ablesen von Stromzählern oder Wärmezählern an den Heizkörpern, wie auch immer. Es kommt einmal im Jahr, ist eine relativ einfache Geschichte. Wir haben ein Formblatt, da müssen wir zwei Informationen runterlesen und vielleicht noch einen Barcode auswerten. Und das war's eigentlich. Und dafür sind viele Systeme in der Lage, das zu tun. Aber keines ist so schnell aufzusetzen wie Dockyard. Und es bringt halt dieses Full-Feature-Set mit, das man braucht, um solche Informationen dann automatisiert auszulesen und dann wirklich sehr, sehr geringe manuelle Datenerfassung zu haben an der Stelle. Sind Dinge, die in der Praxis bei unseren Anwendern laufen, sich da bewährt haben. Und gerade bei diesem letzten Thema ist es auch so, dass unser Lizenzmodell den Kunden an der Stelle wirklich sehr entgegenkommt. Es ist auf der einen Seite sehr einfach, die, mit denen wir schon gesprochen haben, kennen das. Es basiert einfach nur auf einer Anzahl Seiten, die man pro Jahr prozessieren kann. Im Gegensatz zum PDF-Kompressor interessiert nicht die Anzahl der Kerne. Es interessiert im Gegensatz zu anderen Softwareherstellern nicht die Anzahl der Arbeitsplätze, auf denen die Software läuft. Davon ist es völlig unabhängig und der Kunde lizenziert halt einfach Funktionsblöcke. Es gibt eine Basisfunktionalität, und dann kann er sich entscheiden, ob er Formularlesung machen will oder nicht. Und dann hat er dieses Modul oder hat es nicht. Dann hat er es vielleicht auch in einer kleineren Dimension als das Basispaket, was er dort braucht. Und es gibt natürlich auch gerade für solche Einzelprojekte dann einmal Lizenzen, wo der Kunde dann die Wartung mitkauft mit dem Container und sich nicht Folgekosten ans Bein bindet, von denen er weiß, ja, kommt vielleicht nie wieder an dieser Stelle. So dass wir also von unserem Lizenzmodell her sowas natürlich auch begleiten an der Stelle. Ja, Fazit zu diesen Beispielen aus der Praxis
ist, Dockyard ist nicht nur die ideale Produktionsplattform für Scan-Dienstleister, sondern es ist darüber hinaus für viele, viele andere Dinge auch sehr sinnvoll und gewinnbringend einsetzbar. Ja, danke schön für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es gibt jetzt viele Fragen.